Herzlich willkommen zu Planet Base. Ich werde jetzt allerdings die Musik, ja, ich bin am überlegen, ob ich sie ausstelle. Ich weiß, es ist meistens so, es gibt Probleme dann mit dem ganzen Urheberrecht. Wir dürfen Werbung draufschalten, du nicht. Okay, deswegen Sprache Deutsch, Effektlautstärke, boah, können wir so eigentlich lassen, oder? Ach, machen wir mal auf 6. Anti-Aliasing-Qualität. Ich nehme die Standardsteuerung. Ich habe noch keine Ahnung. Was ist das denn alles hier? Errungenschaften? Hintergrundwechsel? Wechseln? Der sieht aber irgendwie gefährlich aus. Obwohl es der angeblich der leichteste ist. Das müsste das Eis. Das müsste der Gasriese sein und das müsste, noch der andere sein. Steam Workshop. Credits, okay. Ja, wir starten erstmal. Du scheinst das Tutorial noch nicht gespielt zu haben. Wenn du dich mit dem Spiel nicht auskennst, empfehlen wir dir dringend, das Tutorial zu spielen. Möchtest du das Tutorial jetzt spielen? Na gut, wir spielen's. Ausnahmsweise. Drücke eine beliebige Taste. Also wer bei mir Estronia gesehen hat, weiß ganz genau, dass das jetzt so krass nach Estronia schreit. Also 5, 6, wow, wie viele sind da drin? 7? Ein Roboter, ein zweiter Roboter. Willkommen bei Planet Base. In Planet Base führst du in einer nicht so fernen Zukunft eine Gruppe Weltraumsiedler an, die einen Außenposten auf einem fernen Planeten errichten wollen. Wow, das war jetzt schon eine Steam-Errungenschaft. Wuhu! Kamera! Zuerst solltest du mehr über die grundlegenden Kameraeinstellungen lernen. Du kannst die Kamera schwenken, indem du die Taste WASD benutzt und die Maus am Rad des Bildschirms positionieren und so bla 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 bla. Okay, cool. Du findest weitere Infos über die Kamerasteuerung im Hilfemenü. Nachdem du gelandet bist, musst du als allererst einige grundlegende Strukturen bauen, damit deine Leute überleben. Du kannst Strukturen über das Hauptmenü oben links im Bildschirm aufbauen. Für den Bau der meisten Strukturen benötigst du Metall und Bioplastik. Du hast eine begrenzte Menge davon im Kolonieschiff. Das ist, denke ich mal, das Kolonieschiff. Also solltest du äußerst vorsichtig sein, wofür du sie einsetzt. Als erstes musst du einen Sauerstoffgenerator bauen, damit deine Kolonisten atmen können. Denn der Sauerstoff in ihren Raumanzügen verbraucht sich. Oh ja. Sauerstoff. Wuhu! Sauerstoff baut man. Bauen. Der Sauerstoffgenerator braucht Energie, damit er funktioniert. Energie kann über ein Solarmodul generiert werden. So. Jetzt, dass du das Solarmodul platziert hast, musst du es mit einem Sauerstoffgenerator verbinden. Wenn du Strukturen miteinander verbindest, können sich so Wasser und Energie gemeinsam benutzen. Handelt es sich um Innenstrukturen, können Kolonisten zwischen ihnen hin und her gehen. Um zwei Strukturen miteinander zu verbinden, musst du eine davon anklicken, dann die andere. Und wenn eine Verbindung möglich ist, wird dir ein entsprechendes Feld angezeigt. Wuhu! Ich würde glatt behaupten, das ist super. Guckt euch das an, der Roboter baut alles und wir Menschen schleppen. Ich dachte immer, das läuft besser andersrum. Warte auf die Fertigstellung. Du kannst die Spielgeschwindigkeit im Menü numerisch oder so bla 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 beschleunigen. Ja, achso, ja, da, ja. Wow. Warte auf Fertigstellung. Gut gemacht. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass neue Strukturen nur so Platz werden können, dass sie mit bereits vorhandenen verbunden sind. Mögliche Verbindungen werden durch eine grüne Linie angezeigt. Damit der Sauerstoffgenerator funktioniert, benötigst du
Wasser war ja klar. Wasser und Energie, bla bla, gehen einen in die Hand. Jetzt solltest du eine Luftschleuse bauen, damit deine... Oh. Alles ziemlich weit auseinander, kann das sein? Achso, ich soll wieder schneller stellen hier, okay. Kann man auch machen, natürlich. Strukturen wurden gebaut, zweimal. Juhu, Struktur wurde gebaut. Der Eintritt durch die Luftschleuse dauert lange. Am besten ist es, wenn du später mehr als eine baust, um Staubbildungen zu vermeiden. Deine Kolonieschiff enthält einige Essensvorräte und Wasser enthältst du aus dem Wasserextraktor. Du kannst jetzt eine Kantine bauen, damit deine Kolonisten essen und trinken können. Aha. Ach so, Felsen verschwinden dann. Okay. Okay, da, von da nach da kann ich nicht. Okay, ja. Ist aber am besten an einem zu einer Schleuse immer nur ein so einen Durchgang zu machen. Kantine wurde gebaut. Kantine wurde gebaut. Gut, wichtig ist, dass Innenstrukturen immer mit mindestens einer anderen Innenstruktur verbunden sein müssen, damit Kolonisten sich zwischen hin und her bewegen können. Manche Strukturen kann mit Komponenten einrichten, die zusätzliche Funktionen haben. Wow, ich kann Tische bauen. Was ist das? Ach, das ist Wasser. Videospielschirm. Ihr könnt fast alle sehen, gut. Gut gemacht, deine Kolonisten werden jetzt die Kantine-Komponenten verwenden, wenn sie essen und trinken wollen. Manchmal müsst du dir vielleicht ansehen, was genau deine Basis los ist. Du kannst die Menüschaltfläche Dächer zeigen. Ab das oder dann sind die Dächer weg. Ja, wow. Wow. Wenn du die Dächer deaktiviert sind, kannst du Komponenten und Kolonisten in der Basis auswählen, um dir den Status anzuzeigen zu lassen. Als nächstes solltest du einen Schlafsaal bauen. Kajüte und Schlafsaal. Okay, das ist das Größere. Okay. So, direkt mal miteinander verbinden. Schneller bauen. Ja. Oh, schneller als viermal geht nicht. Okay. Ist ja schon mal gut zu wissen. Na, ist ja schon mal schön. Schön. Das läuft schneller. Basisverwendung, bla bla. Mehr soll ich nicht? Ist ja echt umständlich, ne? Von da nach da zum Essen? Ja, ich weiß ja nicht. Strukturen benötigen verschiedene Mengen an Energie und bla bla bla. Solar, Windturbine, Energie. Die meisten Strukturen können verschiedene Größen gebaut werden. Größere Strukturen benötigen mehr Ressourcen, bietet aber auch mehr Platz und Funktionalität. Klingt logisch. Aha.
wollen wir auch direkt mal verbinden, nicht? So, einmal größer. Immer alles gut miteinander verbinden. Und natürlich jetzt wieder auf schneller, ist klar. Jetzt heißt es warten. Yay! Ich weiß ja nicht, aber so spannend ist das jetzt auch wieder nicht. Sind die müde? Ja, so halb. Ach, dann meckern die jetzt schon, wenn sie zur Hälfte müde sind. Paula geht's ja wohl nicht. Gut gemacht. Die Energieverwaltung ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es um eine Basis geht. Du kannst davon ausgehen, dass du eine Kombination aus mehreren Solarmodulen, Windmodulen und Energiekontrolllektoren benötigst, um einen stetigen Elektrizitätsfluss zu gewährleisten. Also immer viel, viel. Eine der größten Herausforderungen wird es, dich die ständige Versorgung deiner Kolonisten mit Nahrungsmitteln sein. Normalerweise kannst du Nahrungsmittel in Gemüsefeldern, in Biodom anpflanzen, die dann im Essensfertig mit der Kantine verarbeitet werden. Aha. Das ist doch voll hässlich, voll in der Mitte so ein Ding. Na, ich weiß ja nicht. Das weiß ich ja nicht, also. Aber sinnvoll, den ganz dicht aneinander hier. Zack. Schneller, schneller! Wieso geht das nicht? So, das erste ist schon fertig. Jetzt nur noch das hier. Aber das ist schön, so eine Würfel, die sie so schleppen. So. Oder schlafen sogar zwei. Also im Tutorial werde ich jetzt nur das bauen, was die jetzt sagen. Ich werde jetzt nicht noch extra Betten oder sowas bauen. So, und jetzt können wir hier Tomaten, Zwiebeln. Einmal nach Laune. Tomaten und Zwiebeln, davon sollen die sich ernähren? Naja, gut. Vielleicht von den Amerikanern, die Genetik ein bisschen verändert. Genmanipuliert ist halt, oder? Dann funktioniert das auch wunderbar. So, fertig. Nächstes bitte wichtig, dass die Gemüsefelder von Biom beaufsichtigt werden, denn sonst verdorren sie und sie produzieren keine Nahrungsmittel mehr. What? Cycle das Kolonieschiff. Ich soll das Gut, wichtig, dass du nur Strukturen neu cyclen kannst, wenn du dadurch keine anderen existierenden isolieren werden. Um mittelfristig zu überleben, musst du mehr Ressourcen produzieren, damit du weitere Strukturen mine. Also ich kann mir jetzt auf jeden Fall nicht merken, wo das alles ist. Komm mal schneller hier. Die Aufbereitungsanlage ist die Struktur, in der der Rohmaterial zu Material. Okay. Also das eine ist da, das andere ist da. Oh, das ist aber weit auseinander. Okay. Also ich muss sagen, es ist ein sehr umfangreiches Tutorial. Ein sehr umfangreiches. Okay, das haben wir auch wieder fertig.
Sehr schön. So, natürlich müssen wir da jetzt ein bisschen was wieder bauen. Bauen wir das erstmal dahin. Also es sieht nur so komisch aus, weil ich ja wirklich jetzt die Dächer weg habe. Also sonst ist man hier drin, das ist alles zu. Da pennen welche. Wir haben Rohstoffe. Heilsachen und alles. Schön, schön. Metallproduktion. Okay. Jetzt fangen deine Arbeiter an, Erz in der Mine abzubauen. Sie bringen das Erz dann zum Metallprozessor, wo es zu Metall verarbeitet wird. Später kannst du Bots mit einigen anderen dieser Aufgabe betrauen. Die anderen Bauressourcen, die du hast, in blablabla, wird im Bioplastikprozessor und aus Stärke hergestellt. Stärke wird aus einigen Gemüsearten im Biotom gewonnen, wie Reis oder Weizen. Diese alle Gemüsesorten und stärkehaltige und diese blablabla. Oh, ein bisschen viele Infos. Yep. Ja, erledigt. Ja, immer auf Geschwindigkeit achten, ne? Weil wenn man erstmal am Anfang denke ich, ist es sowieso recht einfach. Also ich werde auf jeden Fall auch so viel wie möglich an Energie hier ransetzen und so weiter. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig. Yay! Toll! Kolonisten und Transportbots bringen die richtigen Ressourcen zu den richtigen Komponenten. Damit sie mit der Produktion beginnen können, du kannst die Produktion kontrollieren, indem du Komponenten deaktivierst oder die Priorität einer bestimmten Struktur senkst. Solarmodul und Windturbinen müssen regelmäßig mit Ersatzteilen gewartet werden. Wenn du dies nicht tust, werden sie bald nicht mehr funktionieren. Du kannst Ersatzteile über die Komponente Ersatzteilwerkstatt in der Fabrikstruktur herstellen. Ach du Schande, das wird ja ein richtig umfangreiches Ding. Also, wow, okay, und wo soll das jetzt hin? Ich sehe keinen Platz, wo das hin soll. Oh mein Gott! Dann bauen wir das einfach mal hier nach da hin. Dann hat das nämlich nicht so weit von der Schleuse, müssen nicht alle überall durch. Da haben sie es nicht ganz so krass weit. Essen geht auch langsam zur Neige. Eieiei. Ja. Bin da. Hier hört sich das ein bisschen komisch an. Wichtig ist, dass die Fabrikkomponenten von Ingenieuren bedient werden und nicht von Arbeitern. Jede Basis muss eine Krankenstation haben. Wuhu, eine Krankenstation. Was für eine Überraschung. Hier haben wir wieder nichts. Okay. Hehehehe. Ist ja geil. Okay. Gucken wir mal hier. Zwei Roboter, also zwei Bots und sieben Kolonisten. Wind ist so lala. Sonne. Also Tag so 8 Stunden. 8 Stunden sind das hier erst? Ernsthaft? Hoffen wir mal, dass der bald zu reparieren ist, schneller. Das machen wir aber ein bisschen schneller hier.
hatte eigentlich gehofft, dass ich jetzt das Tutorial in 1 durchkriege. Aber leider ist das schon ziemlich umfangreich. Das heißt, die erste Folge hat Überlänge. Betten soll ich platzieren? Nein, Betten. Na dann halt Betten. Hä? Hallo? Bett. Ja. Achso, Krankenbett wahrscheinlich meinen die damit. Oh, ich dachte gerade, was? Es sieht ja schon mal echt gut aus. Ich frage mich nur. Partnerfertigung, schön. Denke daran, die Gesundheit deiner Kolonisten regelmäßig zu überprüfen. Verletzte Kolonisten arbeiten nicht, verbrauchen aber trotzdem die Ressourcen der Kolonie. Du musst nur eine begrenzte Menge an Arzneimitteln in deinem Kolonieschiff. Deswegen wirst du früher oder später neue produzieren müssen. Bla. Yo, das ist immer ganz schön viel hier, muss ich sagen. Das ist echt nicht schlecht. So, dann beobachten wir das Ganze einfach mal. Sieht ja soweit eigentlich ganz gut aus. Platziere Arbeitstisch. Ja. Hier haben wir jetzt alle 4 belegt. Da haben wir auch alles. Jo. Das läuft gut. Also meiner Ansicht nach, das läuft sehr, sehr gut. Die Produktion läuft. Exzellent. So, Arbeitstisch, den stellen wir direkt hier an die Ecke. So. Dann warten wir auf Fertigstellung. Ist immer noch auf schnell? Ja. Ein Landeplatz. Müssten wir eigentlich hier hinbauen, weil hier die Schleuse ist bis jetzt und so. Einfach alles miteinander verbinden ist besser. So, dann natürlich schneller wieder, war ja klar. Sieht aber fertig aus, ne? Als wenn man das nicht bauen müsste, so richtig. Weil was willst du an einem Landeplatz groß bauen? Das sieht ja schon fertig aus. Aber ich bin ja mal gespannt, wie es dann aussieht. Wow, die Farbe hat sich geändert. Die Farbe hat sich geändert. Wichtig ist, dass Kolonisten nur ankommen, wenn die Base gut geführt wird. Jetzt kannst du die Grundlagen und kannst deine eigene Kolonie bauen. Viel Glück. Super, dann war das erstmal das Tutorial. Ich freue mich. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns also in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.